Ich will das nicht. Ich will nicht gegen solche Übermonster kämpfen. Was haben die sich da einfallen lassen, dass die so übelsten Schaden machen? Ich habe keine 2000 Leben, ich habe gerade mal 1690. Tut mir leid, Runic Games. Das wird echt schwer. Und ohne Witz, wenn ich da jetzt gleich sterbe, dann mache ich einen Schnitt und kill den mal so. Da bist. Brauchst du dich nicht zu verstecken. Da bist du. Ach, tot bist du, hä? Auf einmal. Mann. Ich bin gleich wieder auf. Oh nein, 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 nein. Sterbt. Oh nein, das ist wieder so ein Epic-Ding. Ja, my pet is hurt. Schön. Mein Pet ist das hier. Und sie sind alle tot. Oh Gott. Darunter waren auch diese Summoner mit bei. Ich habe die gesehen. Ich weiß ganz genau, dass da welche waren. Und ich habe keinen Bock auf solche Scheiße. Alter, was waren das für brutal, ey. Übelst abfuck. So, so. Eieiei. Treffe ich die nicht? Ich treffe den nicht. So, geht doch. Da ist schon wieder so einer. Lass mich in Ruhe. Ich mag das nicht. So. Also eine Wand aus Zombies ist wirklich nützlich, muss ich sagen. Hier sieht man die Schneise des Todes, die ich hinter mir hergezogen habe. Muhaha. Und da geht's runter. Praise the Lord. Und hier sind... Hier ist irgendwo ein Summoner. Ich sehe das an den Skeletten. Ich wusste, was hier ist. Ganz ruhig. Bleib bis zum Level Up, dann hast du mehr Armor und mehr Life. Und dann kannst du den verdammt nochmal in den Arsch treten. Wait. Quit. Ich verstehe das nicht, wie ihr mit so einem Mega Strike einfach alles one-hitten darf. Also, nicht darf, sondern kann. Ich verstehe es einfach nicht. Ihr wisst nicht, wie gerne ich jetzt mit einem anderen Charakter einfach spielen würde, aber egal. Beziehungsweise ein anderes Spiel spielen würde, weil das mich gerade so übelst abfuck anpisst, dass das so schwer wird. Und wenn ich gerade dann dran denke, wie der Boss wird. Obwohl, die Bosse waren eigentlich nie wirklich das Problem. Also, ich habe eher so das Gefühl, dass hier die Mobs wirklich das Problem sind. Diese Trash-Mobs auch. Würde ich nur einfach nur gegen die Bosse kämpfen, wäre es irgendwie nicht so schwer, das Spiel. Weil, weiß nicht. So oft bin ich bei den Bossen jetzt nicht gestorben, finde ich, als bei den Mobs. Also, ich bin bei den Mobs definitiv öfter gestorben. Ich habe mal nachgeguckt, ich glaube... Bevor die Spielsession angefangen hat, habe ich 109 Tode erlitten. Stand auf jeden Fall bei den Achievements. Also bei den Achievements gibt's ein Achievements für 1500 Tode, war das, glaube ich. Und ja, wenn man das gemacht hat, also 1500, dann kriegt man halt dieses Achievement. So, jetzt kill die mal. Richtig. Nicht für mich.
Gutes, ich weiß, wie ich ihren Angriffen ausweichen kann, nämlich indem ich mich einfach hinter meinen Minions verstecke. So, und ja, stairs down! Ja, nicht mehr so weit drin, wenn wir gleich wieder sterben. Ein Moment. Ich hoffe, das hat man nicht so sehr so laut jetzt gehört. Oh Gott. Und wir werden direkt begrüßt von einer Monsterwelle. Oder Monsterwand, wie man es nehmen will. Und wir kontern natürlich mit unseren eigenen Monsterwellen. Ne, ist klar. Wie auch sonst. Ich muss schon sagen, mit der einen Waffe hier, mit dieser 400er Waffe, machen wir extremsten Schaden. Also wir selbst mit unserer Kanone. Mit einer unserer Kanonen. Zack, 800 weg. Alter, das ist echt krass. Ich wünsche ich jetzt noch so eine, also vielleicht zwei mit 400 Damage, weil unser Damage nicht verdoppelt sich, sondern unser Damage erhöht sich ja durch unseren Skillbaum. Haben wir gemacht und so. Solange sie nicht zu mir kommen, ist alles okay. Guck mal, ja. Jetzt könnt ihr zu mir kommen, jetzt habe ich kein Problem damit. Ich weiß, dass da irgendwo ein Magier noch stecken muss. Eigentlich, da ist auch einer. Die jetzt noch killen. 1400 Damage, habt ihr das gesehen? Alter, da habe ich auch mal so viel reingehauen wie die eine da. Ja, ich bin auch gut. Bin auch so eine Sammlerin. Haha. Kill die. Okay. Kein Fehler machen. Es fehlt nicht mehr viel bis zum Level Up. Ganz ruhig. Alles wird gut. Und da ist wieder ein. Oh, ja, okay, das war absehbar. Vor allem, ich hatte schon so wenig Life. Ach, warte. Erstmal einen neuen Fisch reinsetzen. Ich weiß nicht, soll ich schon Big nehmen, weil mich nervt das ein bisschen an. Nein, Quatsch. Wenn wir einen Fisch rein. Dann können wir gleich den nächsten Fisch da schon mal rein. Ja, den. Eieieiei. Ist schon Chaos hier und seht ihr das? Ist ja schöne Deko. Aber hätte man auch weglassen können. Das nervt auch ein bisschen so vom Rande. Jetzt hätte was gesehen. Na, hier ist wieder Mana. Seht ihr, dafür skill ich diese Falle, weil dann einfach die Chance höher ist, dass ich die betäuben kann. Und damit ist meine Überlebenschance immens hoch. Also wer sich fragt, warum wir die ganze Zeit diese eine Falle da die ganze Zeit skillt, anstatt die Shocking Trap. Ich weiß nicht, ob die Shocking Trap lebt zwar auch, aber jetzt habe ich die schon geskillt und komm. Außerdem ist der Killbonus davon, also den Rüstungs, der Rüstungsbonus ist die Rüstungen weggeht auch nicht von schlechten Eltern. Oh yeah, ich habe es überlebt. Ich bin gut. Kennt ihr schon meine Zombies? Komm, triff mich doch. Okay, das war jetzt ziemlich mutig. Das muss man aber kein zweites Mal. So, jetzt ist er tot. Jetzt habe ich nur noch eine Riesenhorde von Skelette hinter mir.
irgendwie auch verschwinden könnten. Sehr schön. Und jetzt der letzte Balken ist schon angetouched, angebrochen. Okay. Oh, jetzt habe ich einen Baum. Ist ja cool. Wusste ich nicht, dass daraus ein Baum wird. Ah, cool, ich habe ja noch einen großen davon. Das heißt, bald habe ich die ganze Zeit so einen Baum. Sehr cool. Ich will den behalten. Am liebsten hätte ich den für immer als Baum. Ich will einen Baum als Pet. Das ist schon cool. So ein Baum als Pet. Wow. Hey, kennt ihr Ted? Hey, kennt ihr Mike? Mike, zeig dich doch mal. Unseren schönen Gästen. Und auch finde ich die ganze Zeit so sinnlos durch die Gegend herum. Das nervt nämlich auch. So, jetzt habe ich alle fein hingestellt und jetzt könnt ihr kommen. Oh mein Gott, da oben ist ein Boss. Komm mal hier unten hin, das ist besser. Oh, sie sind tot. Also die Fallen-Kombi ist wirklich gut, muss ich sagen. 1500 Strike, Alter! Krasse Sache. Nein, ich versuche mich noch zu heilen. Egal, der Weg ist ja nicht weit. Ist ja einmal komplett durch und dann bin ich schon wieder da. Und langsam fängt das Pferd wirklich an zu nerven. Und jetzt gegen den Großen. Okay. Was du mit meiner? Hier hast du wieder welches. Und jetzt komme ich noch drauf. Bam, bam, bam. 1300, 1400. Los, ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig. Okay, der Rückstoß ist nicht so gut für meine Fallen. Also die Fallen sind wirklich eigentlich diese Flammenfallen. Yeah, level up! Also diese Flammenfallen sind eher so für den Massenkäfer als für was anderes. Okay, keine überragenden Gegenstände würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber dafür haben wir ja noch gute Gegenstände woanders in der Truhe. So, ja, schicker Schild. Gut, dann geht's erstmal zurück, bevor wir aufleveln. Denn das machen wir alles in Torchlight, weil ich mir so überlegt. Mal nicht vor Ort, sondern schön in Ruhe in der Stadt. Ohne Panik, dass in der nächsten Ecke jetzt wieder jemand kommt und mich killt. Ach Mensch, da wären wir schon wieder in Torchlight. Gut, ach, können wir eben verkaufen. Danach ausrüsten. Ach Quatsch, erst ausrüsten. Dann verkaufen. Verwirrung. Können wir es so direkt, konnten wir nicht so direkt ausrüsten, dann machen wir das so. Mal gleich verkaufen und ich tausche wir hier mit aus. Yeah, nice. Doch gute Schultern. Schultern. Ja, ich habe das deswegen gemacht, weil es ja sein kann, dass wenn ich hier eins von den Beinen entferne, weil jetzt ist wahrscheinlich mein Defense wieder richtig low. Ja, seht ihr, sich das dann wieder schön runtersetzt. Und ich glaube, jetzt machen wir mal folgendes.
den Defense Skull, oder was machen wir jetzt? Den Strange Skull. Defense Skull machen wir einmal hier rein. Und dann zweimal Magic. Einmal Strange oder zweimal Magic. Ich glaube, ich mache zweimal Magic in die Schultern rein. Ja, machen wir zweimal Magic in der Schultern. Weil das hat so schon viel Magic Attribute Plus. Und dann machen wir jetzt noch hier eben verkaufen. Das machen wir noch. So. Konnte nicht gebrauchen. So, zu guter Letzt erstmal noch Level Up. Jetzt machen wir einfach mal zwei auf Defense. Und dann noch eine Menge auf Dextry. Allein wegen dem Schaden. Wollen wir ein bisschen mehr machen noch. Und hier mache ich wieder den Advanced Spellcasting. Ja. Gut. Hi there. Wie viel brauchen wir denn jetzt für einen neuen Spell? Könnten wir lernen, aber brauchen wir nicht die Spells. Bye. Naja, ja. Vielleicht noch einmal hier. Okay. Enchanting? Hm? Oder Tränke kaufen erstmal. Ich glaube, ich kaufe mir lieber Tränke, bevor ich enchante. Weil ich denke, sie sind wirklich wichtig. So, und dann hier noch. Ja, gut. Das hätten wir. Alles klar. Ja, mit Level 28. Und, Armor is too slow to play with me. Ich aber, I'm hurt. Nein. Pädophil. Egal. Hier gibt es wirklich viele Leute, mit denen wir noch gar nicht gesprochen haben. Good day to you. More. It isn't worth the risk. Why won't my husband see that there are other amber mines in the world? We should take Albert and find work at one of them. They may not be nearly as rich, but at least they're not full of monsters. Aha, also ist das eine von vielen Amber Minen. Da freue ich mich ja schon auf Torchlight 2, dass wir dann noch andere Amber Minen rein können. Super. Naja, ich würde dann sagen, beende ich hiermit, dass die Spielsession Let's Play Torchlight. Das war's von mir. Ciao mit V, euer Markey.